Svenja Huth 42. Minute, 74. Foto, sorgte mit ihrem Doppelpack für den verdienten Erfolg vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion Laugardalsvölle, darunter auch Reinhard Grindel. Der DFB-Präsident hatte in der Halbzeitpause im ZDF die Bedeutung der Begegnung unterstrichen. Es steht hier für den Frauenfußball auf dem Spiel, dass wir nicht in die zweite Reihe durchgereicht werden. Die brisante Situation hatten sich die Olympiasiegerinnen im Oktober eingebrockt. Mit 2:3 verlor das DFB-Team damals in Wiesbaden das Hinspiel gegen die Isländerinnen. Die Niederlage war der Anfang vom Ende für Steffi Jones als Bundestrainerin. Im März übernahm die DFB als Wegwerfer Rubisch die Rettungsmission. Der 67-Jährige setzte nach 3 Siegen in 3 Spielen in Abwesenheit der Kapitänin Jennifer Maroschan Lungenembolie in Reykjavik auf einen Bayern-Block aus 5 MünchnerInnen. Nachvollziehbar, denn 2 Wochen vor Ligastart mussten die Spielerinnen bei ungemütlichem Herbstwetter einen Kaltstart meistern. Mangelnde Wettkampfpraxis war den Deutschen gegen robuste Isländerinnen ab und an anzumerken. Nach einem strammen Lattenschuss der stark aufspielenden Mittelfeldspielerin Sarah Debritz 12. übernahm das DFB-Team aber das Kommando. Doch erst Platz Abstauber nach einem abgefälschten Schuss von Melanie Leupolz den Islands Torhüterin Gudbjörg Gunnarsdóttir abprallen ließ, brachte die verdiente Führung. Eingepackt in eine schwarze Regenjacke, begleitete Rubisch den Auftritt seiner Mädels durchgehend in der Coaching-Zone stehend, immer wieder rief das einstige Kopfball-Ungeheuer Kommandos. Sein Team blieb auch im zweiten Durchgang spielbestimmend, doch die von der Wolfsburg-Ärin Sarah Björk Gunnarsdóttir angeführten Isländerinnen steckten nicht auf. Ein Schuss von Fendis Friedriksdóttir, 57. der knapp am Tor vorbeistrich, bestrafte beinahe eine Unaufmerksamkeit der DFB-Defensive. Doch dann sorgte Huth mit ihrem 6. Treffer im 39. Länderspiel für Ruhe. Sitzstand 1. September 2018, 18:53 Uhr.